Servus Leute, hier ist wieder der Manu vom Dyson Blog. Heute gibt es wieder ein leckeres Grillrezept direkt vom Campingplatz. Und zwar machen wir heute gefüllte Zitrone mit Mozzarella. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei. So, die Zutaten für unser Rezept heute halten sich sehr in Grenzen. Wir brauchen einmal Zitrone, wir brauchen Mozzarella, idealerweise Büffelmozzarella, habe ich aber jetzt am Campingplatz hier nicht bekommen. Wir brauchen Tomaten, ich nehme jetzt hier einfach Kirsch- oder Cocktailtomaten, bisschen Chiliflocken, bisschen Salz zum Würzen und dazu gibt es ein Knoblauchbaguette. Dazu habe ich einmal ein Baguette, ein bisschen Olivenöl und eine Knoblauchzehe zum Bestreichen. Gut, die Tomaten habe ich jetzt schon halbiert, die habe ich ein bisschen klein geschnitten. Den Mozzarella habe ich auch in Stückchen geschnitten, muss jetzt nicht so filigran sein, einfach ein paar Stücke. Als nächstes werden wir jetzt die Zitrone vorbereiten. Dazu schneiden wir uns einfach hier oben ein bisschen den Boden ein. Wichtig, nicht komplett abschneiden, es muss unten noch zu sein, einfach nur, dass die dann später auf dem Grill steht. Und dann schneiden wir oben den Deckel weg. So. Und dann nehmen wir uns eine Schüssel und höhlen die Zitrone aus. Schön aushöhlen, dass wir schön viel Platz haben. Wichtig, nicht unten durchstechen, dass das später nicht rausläuft, weil sonst sauen wir uns ganz übel den Grill ein. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn an der Seite noch ein bisschen Fruchtfleisch stehen bleibt. Das macht mir nichts. Ich finde, es gibt einfach noch ein bisschen mehr Zitrone, ein bisschen mehr Frische ab an den Mozzarella später. Von daher einfach grob aushöhlen, dass wir schön das Loch haben. Das sieht gut aus. So sieht es dann später aus. Einmal schönes Loch. Jetzt gehen wir her, nehmen die Tomaten, füllen die unten rein. Tomaten unten rein und dann oben drüber einfach den Mozzarella. So. Fertig. Sehr gut. So sind sie fertig, so sehen sie aus. Und das mache ich jetzt noch mit den restlichen fertig. Und dann kommen die so auf den Grill später. So, die Zitronen sind jetzt vorbereitet. Die werden jetzt noch bisschen gesalzen und jetzt kommen die direkt auf den Grill. Wie ihr gesehen habt, wir sind immer noch beim Camping, das heißt, wir haben wieder unseren Ziegler und Braun Twin Grill, unseren neuen Campinggrill. Den wollten wir ja testen in dem Urlaub. Den habe ich jetzt vorgeheizt auf ca. 180 Grad ungefähr, indirekte Hitze, das heißt, hier drüben brennen an, auf der Grillplatte drunter nichts an und die Zitronen kommen jetzt einfach hier drauf, indirekt. Und ich denke, wir werden die jetzt so, naja, indirekt so um die vielleicht 20 Minuten, 15, 20 Minuten grillen. Gehen wir mal nicht ganz so hier rüber, dass die dann zu heiß werden. So. Wir sehen, platzmäßig haben wir genug zur Verfügung. Da bringen wir noch einige Zitronen unter. Soll uns lang, wir schließen den Deckel und ja, ich denke mal so 15, 20 Minuten, dann sollten die fertig sein. Kurz bevor die Zitronen fertig sind, bereite ich mal mein Brot vor. Das heißt, ich nehme hier mein Baguette und schneide mir da einfach so schräg ein paar Scheiben ab. So, wenn wir uns ein paar Scheiben abgeschnitten haben, nehme ich das Olivenöl und beträufle die einfach. Uppala. Natürlich nicht zu viel, macht nichts. Einfach jede Seite mit dem Olivenöl. Bisschen verreiben. Ja, andere Seite. So. Ja. Und dann nehmen wir uns die Knoblauchzehe. Halbieren die mal so und reiben die mal ordentlich schön hier rein. Ja. So. Und wenn die jetzt soweit vorbereitet sind, kommen sie schnell mit auf den Grill zum Anrüsten. So, die Zitronen sind jetzt nach 20 Minuten. Ja, wenn die so leicht hier oben anfangen braun zu werden, sind sie genau richtig. Dann sind sie perfekt. Die setzt, ja, dann lassen wir die noch ganz kurz drauf, während das Brot anrüstet. Das braucht nur eine Minute von jeder Seite ungefähr. Und dann ist es fertig. So, eine Minute später drehe ich mal das Brot um. Jawohl. Schön angeröstet. Perfekt.
haben wir dann Zitronen nämlich auch schon runter, denn die können noch ein bisschen auskühlen, die sind sehr heiß. So, die sind fertig. Ich mache jetzt noch auf meine ein paar Chiliflocken oben drauf, weil die Madeleine mag es nicht so scharf, deswegen nur bei mir. Und bei dem Kinder auch nicht. Das war's dann eigentlich schon. Und wir wollen auch ein bisschen. Okay, die Kinder kriegen auch noch was. Ich aber nicht. Dann kriegen die Kinder auch noch ein paar Chiliflocken. Hab ich auch. Ja, du auch. Ja. Gut. Schauen wir mal an, wie die von innen aussehen. Oh. Ja. Heiß. Dann schauen wir mal, was ich gemacht habe. Jawohl, schön. Der Mozzarella schön weich, schön verlaufen. Wollen wir essen? Wunderbar. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das Rezept. Wenn dem so ist, lasst mir ein Abo da, Daumen nach oben, freundlichen Kommentar. Freue ich mich immer drüber. Es gibt noch viele weitere Videos. Bleibt dran, abonniert meinen Kanal. Viel Spaß noch. Euer Manu vom Dyson Blog.